Und ich könnte mich sofort aufregen. Bigotterie bedeutet ja Scheinheiligkeit bzw. ängstliche und peinlich genaue Gewissenhaftigkeit bei der Ausübung, religiöser Gebräuche. Das ist aber nur ein Teil dieses Buches Gott hat hohe Nebenkosten und des gleichnamigen Films. Der andere Teil handelt von der Trennung von Kirche und Staat oder eben der Frage nach einer mangelnden Trennung. Wenn Sie denken, der Staat zahlt für die staatlichen Belange und die Kirche für die kirchlichen, mit ihren Steuergeldern zahlen Sie alle in hohem Maße konfessionelles Handeln, ob Sie es glauben oder nicht. Ihr Fall ging monatelang durch die Presse. Nach 9 Jahren Kindergartenleitung in Königswinter kündigte ihr die katholische Kirche als Träger der Einrichtung. Ihr Vergehen? Bernadette Knecht hatte sich von ihrem Mann getrennt und sich in einen neuen Partner verliebt. Was sie getan hat, ist jetzt unabhängig davon, wie weit man ihr das anrechnen kann. Das ist dann immer eine andere Frage. Aber ist zunächst mal der objektive Tatbestand des Ehebruchs. In diesem kurzen Gespräch hat er nur gesagt, Frau Knecht, ich habe mich entschieden, Sie sind ein öffentliches Ärgernis und damit müssen Sie gehen. Ein Skandal, aber keineswegs ein Einzelfall, wie die Journalistin Eva Müller herausfand. Sie hat mit vielen Betroffenen und Experten gesprochen. Ihre Recherchen veröffentlicht sie in einer WDR-Dokumentation und in dem gerade erschienenen Buch Gott hat hohe Nebenkosten. Ein brisanter Blick hinter die Kulissen der Kirche, Deutschlands zweitgrößtem Arbeitgeber. Über 1 Million Menschen arbeiten als nicht geistliches Personal für die Kirchen. In Schulen, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Kindergärten. Ich glaube, die Mehrheit geht davon aus, wenn ich mein Kind in einen katholischen Kindergarten stecke, dann wird der auch von der Kirche bezahlt. Das ist in der Regel nur zu einem kleinen Teil so. Also die Kirche übernimmt etwa 10% bei der Finanzierung der Kindergärten und ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst. Viele denken, meine Kirchensteuer geht in die christlichen Kindergärten. Das tut sie, aber nur zu einem relativ geringen Teil. Tatsächlich sind Kirchen zwar Träger der Einrichtungen, aber finanziert werden sie zum größten Teil aus Steuergeld. Der Staat sourced aus. Kirchliche Träger übernehmen staatliche Aufgaben wie Kinderbetreuung, Bildung, Pflege. Ein Missstand findet Carsten Frerk. Seit Jahren kämpft er für eine strikte Trennung von Staat und Kirche und hat dabei ganz besonders das Finanzierungssystem unter die Lupe genommen. Wir haben zurzeit gut 9,3 Milliarden Euro Kirchensteuereinnahmen für beide Kirchen. Und von denen gehen ungefähr 800 Millionen für Caritas, Diakonie, Kitas und sowas an Ausgaben heraus. Das sind ungefähr 8% jetzt von den sogenannten Kirchensteuern. Aber die Kirchensteuer ist ja ungefähr nur gut die Hälfte der Einnahmen der Kirche. Und wenn ich das als Gesamteinnahme jetzt nehme, was ist aus den kirchlichen Einnahmen für ihre sozialen und sonstigen Einrichtungen, dann sind es 3-4%. Mehr nicht. Die Kirche bezahlt also wenig, bestimmt aber alles. Das Selbstbestimmungsrecht macht kirchliches Arbeitsrecht erst möglich. Da die Kirche ihre Mitarbeiter als Gemeinschaft von Gläubigen sieht, die an ihrem Arbeitsplatz auch das Wort Gottes verkünden sollen, spielt das Privatleben der Mitarbeiter besonders bei Katholiken eine wesentliche Rolle. Sind Homosexualität, Schwangerschaftsabbruch, Ehescheidung mögliche Kündigungsgründe? Für mich ist das entscheidend, dass 2 Gesetze in kirchlichen Einrichtungen nicht gelten. Einmal das Antidiskriminierungsgesetz, was Arbeitgeber in Deutschland eben vor Benachteiligungen schützen soll. Und auch das Betriebsverfassungsgesetz, was die Mitbestimmungsrechte regelt. Das gilt in kirchlichen Einrichtungen nicht. Und da ist die Frage, wenn die zu so einem großen Teil öffentlich finanziert werden, ob diese Gesetze nicht dort gelten müssen. Das Kooperationsmodell zwischen Staat und Kirche rechnet sich, auch für die Kommunen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben keine eigenen Verwaltungen aufbauen müssen. Die Kirchen bekommen oft bessere Zuschüsse, genießen Steuervorteile und nicht selten bleibt die Kirche unter dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Das Erstaunliche ist und das Phänomen ist, und das ist was, finde ich, worüber man nachdenken muss, ist, dass die kirchlichen Einrichtungen mehr werden, obwohl die Kirchenmitglieder rasant weniger werden. Es gibt immer mehr katholische Kindergärten, es gibt immer mehr evangelische Schulen, es gibt immer mehr Altenheime. Wieso ist das so in einer Zeit, wo eigentlich immer mehr, weniger Menschen Teil dieser Gemeinschaft sein möchten, immer mehr Menschen austreten, immer weniger getauft werden? Das kommt daher, weil der Staat sich dafür entscheidet, der Kirche diese Aufgaben zu übergeben. Und das ist eine Frage, finde ich, die diskutiert werden muss, ob das zeitgemäß ist. Wir haben eine Bewegung von der Heilskirche, der Glaubenswahrheit, der Glaubensüberzeugung zur Sozialkirche. Das heißt, die Kirche wird gemessen, was sie sozial tut, weil das ist ja die gelebte Nächstenliebe, wie man dort lebt. Und da will man natürlich
die Reihen eng schließen, dass nur die Leute dort arbeiten, die eben nach den kirchlichen Grundsätzen zumindest nach außen hin diskret sich so verhalten. Also keine Schwulen, keine Lesben, keine geschiedenen Leute und so weiter. Denn sonst würde ja auch die eigene Morallehre irgendwie ins Schwanken kommen, wenn man das so erlauben würde. Apropos Moral. Von der Kirche bekam Bernadette Knecht das Angebot, sich woanders zu bewerben, wo sie kein öffentliches Ärgernis darstelle und niemand von ihrer Scheidung wisse. Sie lehnte ab. Die empörten Kindergarteneltern bewirkten nach langem Kampf, dass der katholischen Kirche die Trägerschaft gekündigt wurde. Happy End in Königswinter. Frau Knecht kann bleiben. In der Regel aber halten kirchliche Mitarbeiter lieber die Füße still, um ihren Job nicht zu gefährden. Und viele treten in die Kirche ein, um überhaupt eine Chance auf Anstellung zu bekommen. Mir hat eine Berufsberaterin in Bonn erzählt, wenn Kinder kommen von der Realschule, die einen Abschluss gemacht haben und die einen muslimischen Hintergrund haben, rät sie denen in keinem Fall, Erzieher oder Pfleger zu werden, weil sie sagt, der Berufsmarkt ist so eingegrenzt für euch, wenn ihr nicht katholisch oder evangelisch seid, im Rheinland katholisch, dann fängt das besser erstmal gar nicht an. Und das ist natürlich ein Desaster, wenn man sagt, gerade in diesem Arbeitsmarkt, wo so händeringend Arbeitskräfte gesucht werden, schließt man so eine große Gruppe aus. Doch etwas kommt in Bewegung. Mitarbeitern, etwa eines kirchlich geführten Krankenhauses, ist es inzwischen möglich, auf ihre Arbeitssituation auch öffentlich aufmerksam zu machen. Und vor wenigen Wochen hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass Kirchen ihren Mitarbeitern das Streiken grundsätzlich nicht verbieten dürfen. Also es gibt, so wie ich das persönlich beurteile, immer noch Leute, die wirklich glauben, von ihren Kirchensteuern werden wir bezahlt. Und das ist ja nun mal nicht so. Wie gesagt, so ein Krankenhaus ist ein Wirtschaftsunternehmen, wie jedes andere auch. Die Kirche steht nur noch davor, aber drin ist es mit Sicherheit nicht mehr. Solange die Allgemeinheit den größten Anteil der Kosten trägt, sollte auch für ihre Mitarbeiter ein Arbeitsrecht angewandt werden, das für alle in Deutschland gilt. Das Buch von Eva Müller könnte eine überfällige Diskussion einläuten, wie Staat und Kirche künftig miteinander umgehen.